Im Prinzip nochmal die zwei Varianten von vorher, nur dass die Bewegung seitlich ist. Worauf zu achten ist, ist, dass im Prinzip beim Rauskommen das ja, entsprechende Druckbein höchstmöglich eingesetzt wird. Eigentlich für jedes Level, aber wie immer, man muss die Dosis beachten. Wenn jetzt jemand beispielsweise ja, eine Knieverletzung hatte, dann sollte man solche Sachen eher langsamer machen, aber sie sind fast alle durchführbar. Natürlich nicht in der Anfangsphase, eher dann in der Endphase des Aufbautrainings. Komm, 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 komm.